Stellt euch vor, ihr steht auf einem Berg mitten im Himalaya. Es ist kalt, das Wetter ist gut, es ist kein 8000er und trotzdem einer der berühmteren Berge der Welt. Ihr seid aber vollkommen allein. Keine Expeditionen, keine Fixseile, kein Trubel. Dann steht ihr vermutlich auf dem Mascha-Brum. Willkommen zu Berge im Porträt. Schon oft hat man davon gehört, dass es abseits der 8000er viele spannende Berge im Himalaya gibt. Natürlich ist die 8000 Meter Marke etwas ganz Besonderes, aber Berge wie der Machapuchare, die Amadablam, aber auch der Lobuche sind niedriger, aber außergewöhnlich. So auch der Mascha-Brum. Doch gleich zu Beginn müssen wir eine kleine Wiederholung aus dem Video über den K2 hervorholen, denn der Name des Mascha-Brums ist ehemals genauso kreativ gewählt worden wie jener des K2s. Aber das kann ich natürlich viel besser erklären als ich selber. Während dieses Projekts gigantische Ausmaße entwickelte, entdeckte dabei der Vermessungsingenieur Thomas George Montgomery eine gewaltige Gebirgskette. Die Berge stachen hervor wie nur sehr wenig in Asien. Es war das Karakorum, was Montgomery zu vermessen versuchte. Dabei ging er strikt numerisch vor. Er sah den höchsten Berg und betitelte ihn mit K1, dann den nächsthöchsten Berg K2, den nächsten K3 und so weiter. Doch Moment mal, den höchsten Berg nannte er K1? Naja, das hatte er eigentlich vor, aber bei seinen Beobachtungen hat er einen eigentlich beachtlichen Fehler gemacht. Der K1 ist nämlich der Berg, der heute besser bekannt ist als Mascha-Brum. Danke für diese Erklärung an dieser Stelle. Fakt ist, dass der Mascha-Brum einen Namen bekommen sollte, wie K2, K3 und Co. eben auch. Nur, dass es beim Mascha-Brum eben wirklich funktioniert hat. Brum in Mascha-Brum bedeutet nichts anderes als Berg. Und beim Mascha wird es schwierig. Denn eine eindeutige Definition für das Wort Mascha gibt es gar nicht. Manche meinen, dass Mascha auf das Wort für Frau abzielen soll und der Berg damit die Königin der Berge sein mag. Andere sind von der Bedeutung Mascherda überzeugt, also einem Vorderlader, durch seine Gewehrform. Ganz geklärt ist die Namensherkunft aber, wie gesagt, nicht. Doch schauen wir uns doch mal den Berg selber an. Der Mascha-Brum ist stolze 7821 Meter hoch und liegt in Pakistan in der Region Gilgit-Baltistan. Konkret steht er damit als Vorläufer des Karakorums nahe des K2s, Broad Peaks und der Chogolisa. Im Norden speisen seine zwei kleinen Eisbrüche namens Yamanendi-Gletscher und Mandu-Gletscher den wichtigsten Gletscher des Karakorums, den Baltoro-Gletscher. Zum Vergleich, dieser ist 7-mal größer als der größte Gletscher der Alpen, der Aletsch-Gletscher in der Schweiz. Im Süden ist der Mascha-Brum jedoch deutlich felsiger und kantiger und ist somit auch großteils deutlich zugänglicher. Wobei zugänglich beim Mascha-Brum eine völlig falsche Wortwahl wäre. Denn zugänglich würde bedeuten, dass dieser Berg irgendwo einen Zugang hat. Und das ist nicht wirklich so. Der Mascha-Brum zeichnet sich nämlich durch seine exorbitant bescheidene Lage aus. Über 100 Kilometer Fußmarsch gilt es zurückzulegen, um dem Berg überhaupt erstmal näher zu kommen. Dabei muss man nicht nur den flachen und einfachen Baltoro-Gletscher überwinden, sondern eben auch die völlig unbekannten Gletscherbecken des Mascha-Brums durchqueren. Zumindest, wenn man von der Nordseite kommen möchte. Und das will faktisch niemand. Warum? Relativ einfach. Der Mascha-Brum gilt als einer der schwersten Berge der Welt und als eines der letzten großen ungelösten Probleme des Alpinismus, wenn man ihn von der Nordseite bzw. der Nordostseite besteigen will. Aber dazu gleich nochmal mehr. Schauen wir uns erstmal noch die Südseite genauer an. Wie erwähnt ist der Mascha-Brum vom Süden aus felsiger, ohne Gletscherbrüche oder Seracs. Trotzdem ist er durch seine Höhe natürlich stets schneebedeckt und durch seine extreme Steilheit auch häufig extrem lawinengefährdet, zumindest in den Steilflanken. Nun muss man für diesen Berg wissen, dass die ersten Besteigungsversuche stets über die Südseite passierten und diese begannen bereits recht früh. Doch so früh sie auch passiert sein mögen, so erfolglos waren sie auch. Und das lag gar nicht an den schlechten Alpinisten selbst. Dawa Tondup, einer der berühmtesten und besten Sherpas des 20. Jahrhunderts, und der extrem erfahrene Himalaya-Forscher und Bergsteiger J.O.M. Roberts erkundeten erstmals mit einem größeren Team den Berg mit einem potenziellen Besteigungsversuch im Jahr 1938. Dabei mussten sie jedoch knapp unter dem Gipfel, sie kamen übrigens über den Südostgrat, umkehren, da zwei Kollegen unter starken Erfrierungen litten und drohten zu sterben.
Der Mascherbrum hatte also um ein Haar einer der ersten brutal schweren bestiegenen Berge in Pakistan werden können. Doch das alpinistische Können der ersten Erkunder wird erst in den Jahren darauf klar, als immer mehr Expeditionen, darunter eine 1955 und eine 1957, scheiterten. 1960 jedoch sollte der Südostgrat bei idealen Bedingungen und einer guten Planung gelingen. Am 6. Juli 1960 gelang es einer amerikanisch-pakistanischen Expedition mit den beiden ausgewählten Gipfelbesteigern George Irving Bell und Willie Unsold, den Gipfel des Mascherbrums zu erreichen. Und obwohl das die erste Besteigung des Gipfels war, sind wir fast durch mit der Liste. Die Nordwand bzw. die angrenzende Nordwestwand wurde erstmals von einer japanischen Expedition 1985 durchstiegen, also stolze 25 Jahre nach der Erstbesteigung. Auch damals schon erkannte man die enorme Lawinengefahr des Berges, sodass auch sie ihre Pläne während der Tour immer wieder ändern mussten. Und die Nordwestwand wurde auch Ziel einer österreichischen Expedition, welche unter Robert Renzler den Gipfel ebenfalls 1985 erreichte. Doch da sind wir eigentlich schon wieder fertig. Ja, es gab vereinzelt noch Besteigungen über die bereits erschlossenen Routen. Doch Fakt ist, dass es bis heute insgesamt nur 15 Besteigungen gab. Das ist für einen berühmten Himalaya-Berg unfassbar wenig. Aber gut, man könnte ja sagen, es liegt einfach daran, dass er nur ein 7000er ist. Oder er einfach nicht spannend genug ist. Aber in Wirklichkeit liegt genau das Gegenteil vor. Er ist unfassbar spannend, aber eben auch unfassbar schwer zu besteigen und sehr gefährlich. Die objektiven Gefahren beginnen wie angesprochen bei den Lawinen und in der Südseite auch enormem Steinschlag. Außerdem steilt der Gipfel nach oben hin von allen Seiten auf, wird plattiger und felsiger, kombiniert mit vereisten Rinnen und Rissen. Damit sind höchste Kletterkenntnisse auch mit Eisgeräten und Steigeisen notwendig, auch auf den einfacheren Wegen über den Südostgrat beispielsweise. Und dann kommt natürlich das zickige Wetter des Karakorums dazu. Sämtliche Ost- und Südfronten, die auf dem Weg zum K2 sind, bleiben oft auch im Mascherbrum hängen und machen diesen Berg zu einer wettertechnischen Dystopie. Auch eben aufgrund von K2 und Broad Peak, denn Wetterlagen, die sich auf den Flanken der 8000er aufstauen und sammeln, bleiben übermäßig lange im Vorkarakorum hängen und damit auch am Mascherbrum. So mussten das auch David Lama, Hans-Jörg Auer und Peter Ortner im Jahr 2017 feststellen. Denn sie wurden bei einem extrem spannenden Versuch, eines der letzten großen Probleme des Alpinismus, die Nordostwand zu durchsteigen, eben von diesem schwierigen Wetter abgehalten und zur Aufgabe gezwungen. Und nicht zuletzt kommt eben auch die unglaublich schwierige Lage des Berges hinzu, sodass letztlich feststeht, der Mascherbrum ist kein beliebter Berg, aber eigentlich ist er einer der spannendsten und schönsten Berge in Pakistan. Womit auch klargestellt ist, die Schwierigkeit und schwere Zugänglichkeit eines Berges beeinflussen durchaus die Begierde und den Ehrgeiz von Expeditionen und Alpinisten, überhaupt einen Berg zu besuchen. Und der Mascherbrum ist dafür der beste Beweis. Die Schönheit allein reicht letztlich nicht aus, um den Mascherbrum aufzusuchen. Dennoch muss festgehalten werden, am Mascherbrum kamen trotz der wenigen Besteigungsversuche bereits Menschen ums Leben. Und auch die Besten der Besten scheitern an der hohen Komplexität der Nordostwand, der Nordwestwand und auch der Südwand. Und zu Recht könntet ihr jetzt hier nun die Frage stellen, wie schwer ist der Mascherbrum denn eigentlich auf dem einfachen Weg? Und wie schwer auf dem schweren Weg? Und ich kann euch eine eindeutige Antwort geben. Das weiß keiner. Da es bis heute so wenige Besteigungen gab und diese letztlich meist auf unterschiedlichen Routen stattfanden, gab es nie eine echte Beurteilung der Schwierigkeiten und Routen. Gleichzeitig kann man das aber auch als eine elegante Einladung betrachten. Wer wissen möchte, wie schwer der Mascherbrum letztlich wirklich ist und was ihn am Ende so unbezwingbar macht, der kann jederzeit eine spannende und unglaubliche Reise zum Mascherbrum unternehmen. Vielleicht braucht es ja wieder mehr Menschen, die wieder Erkunder und Entdecker werden. Wenn ihr Erkunder und Entdecker seid, aber der Mascherbrum euch noch eine Nummer zu groß ist, ja, dann geht's euch jedenfalls wie mir. Wenn euch meine Arbeit aber auch ohne Livestream vom Gipfel des Mascherbrums gefällt, dann freue ich mich natürlich selbstverständlich über eure Unterstützung. Die Informationen findet ihr hier eingeblendet. Alle Infos findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghalt.